Sie sorgen dafür, dass die Presse Wind von der Sache bekommt. Aber seien Sie diskret, dafür bezahle ich Sie schließlich. Ich will morgen eine fette Schlagzeile im Düsseldorfer Kurier sehen. Skandal bei der Van Gogh-Auktion der Lahnsteins. Preistreiberei, eigene Familie involviert. Die Lahnsteins werden einen Strohmann ins Rennen schicken, um die Gebote künstlich nach oben zu treiben. Es geht um das Bild Zypressenweg unter dem Sternenhimmel. Haben Sie das? Schön. Der Zypressenweg unter dem Sternenhimmel. Ich will nur sicher gehen, dass es bei unserer Abmachung bleibt. Gut. Kommen Sie morgen ins No Limits, dann bekommen Sie Ihr Geld. Hey. Hey. Wow, woher hast du so viel Geld? Ich habe eben das Spiel ergehen. Was soll ich machen? Ja, das hätte ich jetzt auch gerne, dann wäre ich wahrscheinlich lockerer. Ich dachte, ich kriege einen Infarkt, als Rebecca meinte, dass sie morgen mitbieten will. Wir hätten sofort eine Klage wegen Preistreiberei am Hals. Das wäre das Ende vom Auktionshaus. Wenn diese Auktion morgen kein Erfolg wird, dann habe ich der Firma den Todesstoß verpasst. Der Todesstoß, der kam von Ansgar. Du versuchst nur, sein Versagen auszubügeln. Ja, aber alle verlassen sich auf mich. Ich kriege keine Luft mehr, wenn ich an morgen denke. Helena, morgen stehen hier die größten Kunstsammler der Welt auf der Matte. Leute, die alles, was sie haben, auf die Van Goghs bieten werden. Du hast eine Strategie. Ich habe schon einige Auktionen von dir erlebt. Sobald es losgeht, wirst du funktionieren. Du weißt genau, was du tust, wenn es darum geht, wie weit du den Preis treiben kannst. Du bist ein Profi. Siehst du, alle haben die größten Erwartungen an mich. Ja. Aber ich weiß, dass du es schaffen wirst. Das ist der Unterschied. Wie weit Eifersucht einen Menschen doch treiben kann. Tristan glaubt, dass Rebecca das Bild für Marlene ersteigern will. Er würde sich eher umbringen, als ihr diesen Spaß zu gönnen. Mit wie viel Geld schickt Tristan seinen Strohmann ins Rennen? 10 Millionen. Sie überbieten ihn, der Strohmann steigt aus, wir lassen den Strohmann auffliegen und schon steht der Verdacht der Preistreiberei im Raum. Nach Zahlung dieser Konventionalstrafe ist das Auktionshaus sowas von tot. Gräfin von Anstetten, herzlich willkommen. Ich wusste gar nicht, dass Sie sich für Van Gogh interessieren. Meine alte Freundin Charlie Schneider hat mich mit dem Kunstvirus infiziert. Sie hatte mal eine Galerie. Und ein Van Gogh fehlt mir noch in meiner Sammlung. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Ah, der Herr. Wenn Sie eine Bietermarke möchten? Nein, danke. Presse. Düsseldorfer Kurier. Oh. Ich bin ja sehr erfreut, dass die Presse mal wieder was Angenehmes über die Lahnstein schreiben wird. Viel Spaß. Na, Helena, geht's los? Was du nicht sagst. Lampenfieber? Mhm. Das ist ganz normal. Habe ich auch immer vor wichtigen Präsentationen. Jetzt mach dir mal keine Sorgen. Ist doch alles da, was Rang und Namen hat. Die Aktion wird ein Selbstläufer. Wollen wir zusammen reingehen? Ja, bitte. Ich sehe Tristan und seinen Strohmann irgendwo. Keine Sorge, die kommen schon. Die Kleine ist so gut wie erledigt. Ich weiß es nur noch nicht. Tristan? Rebecca, was für eine Überraschung. Können wir reden? Ich wüsste nicht, was ich lieber täte. Was hast du denn auf dem Herzen? Ich wüsste gern, wie es mit uns weitergeht. Was wird das hier? Sondern was habe ich gefühlt? Was hast du gefühlt, Gespräch? Wir lieben dieselbe Frau. Das sollte nicht sein, aber es ist nun mal so. Nur wir sind immer noch eine Familie und wir müssen irgendwie miteinander umgehen. Du bist mein Bruder, mir sind deine Gefühle nicht völlig egal. Ja, sehr tröstlich. Ich weiß, dass du einen Schuldigen suchst. Vielleicht habe ich auch schon einen gefunden, oder? Besser gesagt, einen nie. Trotzdem gibt dir das nicht das Recht, in meine Privatsphäre einzudringen.
Was willst du damit sagen? Dass jemand neulich in meiner Wohnung war. Und ich glaube, dass du das warst. Es ist okay, dass du wütend auf mich bist. Aber wenn ich recht habe, dann überschreitest du ganz klar eine Grenze. Eine Grenze, die du schon vor ein paar Wochen überschritten hast, als du mit Marlene im Bett warst. Übrigens, der Zypressenweg wird heute versteigert. Das Bild, das Van Gogh für seine heimliche Geliebte gemalt hat, damit sie nicht vergisst, dass er immer an sie denkt. Auch wenn er es ihr nicht sagen darf. Das ist Marlenes Lieblingsbild. Interessant, oder? Warum erzählst du mir das? Denkst du, dass ich das Bild ersteigern will, oder was? So ein Unsinn. Selbst wenn ich wollte, ich hätte gar nicht das Geld. Und außerdem hat Helena uns ganz klar verboten, mitzusteigern. Verbote machen dich, du lässt richtig an. Zum Dritten. 7 Millionen Euro. 8 Millionen an die Nummer 31. Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten. Verkauft für 8 Millionen. Wenn das so weitergeht, sind wir bald alle Sorgen los. Ich höre 6.800.000. Bietet jemand mehr? 6.900.000. 7 Millionen. Gräfin Anstetten, war das ein Gebot? Nein, nein. Pardon. Problem. Bietet jemand mehr als 7 Millionen Euro? 10 Millionen. Damit bieten Sie auf den Zypressenweg unter dem Sternenhimmel. Und denken Sie daran, wir beide kennen uns nicht. Für einen Van Gogh ist das nicht viel. Könnte knapp werden. Mehr ist nicht drin. Sie sind Profi, also machen Sie Ihren Job. Ich will diesen Van Gogh haben. Klöpf Sie an. Kunstwerk erworben. Ah. Da kommen wir. Die Helden der Stunde. Ja, es läuft gar nicht mal schlecht. Hallo, es läuft hervorragend. Du bist fantastisch. Wenn das so weitergeht, dann werden unsere Künstlererwartungen übertroffen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du diese Sammlerin aus Österreich noch so hochgetrieben hast. Ich habe da hinten gesessen und die ganze Zeit gedacht, die steigt doch gleich aus. Ja, aber das ist reine Taktik. Sie liebt das Risiko und will gebeten werden. Aber dann langt sie richtig zu. Hey. Entschuldige meine Verspätung. Wie läuft's denn? Wie du gesagt hast, ich funktioniere. Ich habe gesagt, du schaffst das. Ja, langsam macht es sogar richtig Spaß. Oh. Jetzt kommt der große Moment. Ich bin so gespannt, für wie viel der Zypressenweg den Besitzer wechseln wird. Ich bin mir sicher, dass Spitzenpreise geboten werden. Der Japaner. Viel Spaß beim Bieten. Der Zuschlag geht an den Bieter mit der Nummer 17 für 1,5 Millionen Euro. Herzlichen Glückwunsch. Meine Damen und Herren, wir kommen nun zu der Katalognummer 031. Zypressenweg unter dem Sternenhimmel. 93 mal 72 cm Öl auf Leinwand. Es handelt sich hierbei um ein Gemälde aus dem Neoimpressionismus, entstanden in Van Goghs Zeit in Aal. Dieses Gemälde ist ein typisches Beispiel für die Faszination, die Licht und Farben der Provence auf den Meister ausgeübt haben. Das Mindestgebot liegt bei 1,3 Millionen Euro. Meine Damen und Herren, ich bin...